Ja, hallo, ich bin der Rudi Isken, bin hier Mitveranstalter unserer Frühjahrs-Osterkirmes im Fridolino in Dortmund, bin Betreiber eines Autoscooters und eines Kinderkarussells. Ja, und diesem Jahr ist halt auch wieder eingezäunt hier und hier wird ein Eintrittsgeld von 1 Euro verlangt. Das hat sich auf jeden Fall bewährt. Das ist eine der Sachen, die wir dann aus der Corona-Zeit mitgenommen haben. Letztes Jahr konnten wir so den Einlass gut regeln. Das ist noch nicht so voll geworden, weil wir da quasi das verlangsamen konnten in gewissen Momenten. Und mit dem 1 Euro können wir auch gewisse extra Sachen noch finanzieren, wie hier unsere Weisheit-Hochsaaltruppe, Sicherheitsdienst, Blumen etc., ein bisschen Deko und so weiter und so fort. Das können wir dann von diesen 1 Euro bestreiten. Jeder, der gute Laune hat und friedlich ist und viel Spaß auf einer Kirmes haben will, ist hier herzlich willkommen. Ja, und ihr seid jetzt noch voll im Aufbau und bald geht's los. Von wann bis wann geht denn das hier? Vom 1. April bis zum 16. April. Wir starten am Samstag um 14 Uhr. Um 16 Uhr ist die Eröffnung mit unserem Oberbürgermeister Thomas Westphal. Und dann geht's so richtig los. Ja, über dir sehen wir 3 Motorräder und die werden genutzt für? Ja, für eine Hochsaal-Show, die quasi komplett über den Kirmesplatz drüber herfährt und über dem Volksfest stattfindet. Das ist in den 1 Euro inklusive? Das ist alles included, jawohl, alles inklusive. Ja, da lohnt sich ja der Besuch schon für die Show. Ja, denke ich auf jeden Fall. Also ich denke schon, wie gesagt, dieser 1 Euro, ich glaube, die hat jeder so ein bisschen hoffentlich auch über, auch in der schweren Zeit. Ich glaube, es tut niemandem so ganz weh, wenn er die 1 Euro zahlen muss. Aber in der Summe können wir dann halt auch sowas wie diese Hochsaaltruppe auch mitfinanzieren und einige Attraktionen, die sonst hier sind, wären nicht da ohne diesen 1 Euro. Ja, und rechts neben dir sehen wir eine einzigartige Abenteuersimulationsanlage, ein wirklich tolles Geschäft, ne? Ja, auf jeden Fall. Von der Firma Schneider, das Pirates Adventure. Ich denke, eines der schönsten Laufgeschäfte im Bundesgebiet. Sind wir sehr froh, dass wir das dieses Jahr hier für Fridolino verpflichten konnten. Hallo, mein Name ist Hans Schneider und ich bin Juniorchef des Pirates Adventures. Kannst du uns was zum Pirates Adventure sagen? Ja, das Pirates Adventure ist eine Abenteuersimulationsanlage. Die letzte, noch reisend, aus dem Jahre 1998 aus dem Fabrikat Dietz. Stimmt das, dass man da drin so einen Schiffsuntergang erleben kann? Ja, ja, das stimmt. Ihr geht richtig auf einen Schiffsuntergang, ne, und dann wird es auch wackelig. Und ihr habt ja auch so eine besondere Brücke da oben, ne? Genau, die seht ihr im Hintergrund. Das ist die Wackelbrücke von uns. Die wackelt von links nach rechts. Und ist auch nichts für schwache Nerven, ne? Nichts für gebrechliche. Ja, ins Auge fällt direkt euer Hai da oben. Oder besser gesagt, 2 Stück an der Zahl. Wo habt ihr die denn her? Der kommt von Florida, von Japan. Und jetzt hängt er schon seit knapp 20 Jahren da oben. Bis jetzt toi, toi, toi. Der Hai ist ja so groß, braucht man einen Extra-Transport dafür? Nein, wir haben eine Langchassis-Maschine und da wird er hinten drauf verladen. Ist schon alles gut durchdacht. Auf wie viele Transporter wird euer Laden verladen? Wir haben 3 Mittelbauwagen. Einmal der rechte, der mittlere und der linke. Und ja, wie gesagt, 3 Transporter. Und wie lange dauert jetzt der Aufbau? In der Regel 4 bis 5 Tage brauchen wir, bis alles so steht, ne? Aber wenn wir uns beeilen müssen, dann machen wir das auch in einem Tag. Und wer hat den Laden entworfen? Das war der Tommy Bosfeld und der Hans van Tol. Die haben den Laden damals entworfen. Die kamen mit der Idee Pirates Adventure, konnten das aber dann nicht umsetzen, weil der Herr Bosfeld dann erkrankt ist. Ja. Und deswegen ist mein Vater so an die Anlage gekommen und hat sie dann von Dietz General überholen lassen. Und wo seid ihr in diesem Jahr noch überall unterwegs? Ja, für uns geht es jetzt als nächstes nach Stuttgart. Allererstes natürlich das Fridolino. Danach geht es für uns nach Stuttgart. Und ja, anschließend gucken wir noch, wo die Reise hinführt. Wir haben noch einige spannende Plätze dabei. In der wievielten Generation bist du jetzt Schausteller? Oh, lass mich lügen. Ich bin jetzt in der 7. Generation. Und macht Spaß? Ja, ne, also das macht natürlich Spaß. Auf Reise zu sein ist immer was Schönes. Und ja, ich will es nicht missen. Ich zeig das gerade mal hier. Ja, ist das unser Hund? Ist unser Piratenhund. Ist unsere Missy. Ist jetzt auch schon seit 5 Jahren dabei. Die passt hier auf alles auf. Die kontrolliert, ob hier alles richtig gemacht wird. Die ist immer dabei. Ja, und ihr habt im Winter einiges restauriert, ne? Ja, es wurde jetzt in den letzten 2 Wochen sehr viel neu gemacht.
Meistens haben wir hier zum Beispiel unsere Steine. Da wurde ein bisschen mit Polyester wieder gearbeitet und aufgefrischt, damit auch für den Saisonstart hier in Predolino alles glänzt und auch alles schön aussieht, ne? Ja, und hier ist dein Zuhause. Genau, hier ist das Zuhause. Hier leben wir dann drin, wenn wir unterwegs sind. Das ist der alte Wohnwagen noch von meinem Opa, ist ein altes Schmuckstück. Es lebt sich in so einem Wohnwagen gut. Ne, gerade durch solche Erker hat man natürlich auch ein bisschen mehr Platz. Wir haben natürlich auch alles, was es in einem normalen Haus auch gibt. Wir haben eine Toilette, wir haben eine Dusche. Anders könnte es sich da drin ja nicht leben lassen. Wir haben auch eine Küche. Das ist wie in einer normalen Wohnung oder wie in einem normalen Haus. Und wenn man schon von klein auf in sowas groß wird, bin ich dir ehrlich, das ist mehr mein Zuhause wie unser Betriebsgrundstück, wo wir auch unser Haus drauf haben. Ne? Also ich lebe hier lieber drin, als dann doch zu Hause. Also du bist ein richtiger Schausteller. Ich bin tatsächlich, was das angeht, bin ich ein richtiger Schausteller, weil es ist kuscheliger, es ist gemütlicher. Ne? Was will man denn mehr? Auf einer guten Kirmes dürfen die Spiel- und Belustigungsgeschäfte nicht fehlen. Was wird dir alles geboten? Ja, ich glaube so ziemlich alles. Ne? Wir haben natürlich übers Ballwerfen, Pfeilwerfen traditionell. Dann haben wir ein Derby, wir haben ein Korkenschießen, wir haben Schießwagen, wir haben eine Ballkanone, Armbrustschießen. Also ich glaube, ich habe sogar noch was vergessen, Verlosung natürlich etc. Also da haben wir, glaube ich, alles, was das Herz begehrt. Hallo Roy, wir sind ja gerade bei dir vor der Verlosung, bei einem schönen Spielgeschäft. Ich sehe, ihr seid dabei, die Birnen auszuwechseln. Seid ihr schon freudig erregt, dass es hier bald wieder losgeht? Ja klar, wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht. Jetzt noch ein bisschen ein paar Vorbereitungen, Birnen wechseln. Ich freue mich, dass es Samstag endlich losgeht. Ja, wir freuen uns auch alle. Aber dann habt ihr auch hier fertig ausgepackt, ihr seid startklar. Dann ist fertig, ja. Ab morgen kommen die Kuscheltiere rein. Dann sind wir ab Samstag startklar. Haben wir einen besonderen Renner für dieses Jahr? Noch nicht. Wir wissen es noch nicht. Mal schauen. Wir lassen uns aber überraschen. Die Palette ist groß, das Portfolio. Die Palette ist groß, ja. Gut. Wir haben große Auswahl dieses Jahr dabei. Da sind wir sehr gespannt beim ersten Öffnungsrundgang. Wir sind hier gerade vor dem Truckstop im Top-Zustand. Also die Firma Hirsch, die legt da sehr großen Wert drauf, dass alles blitzt und blinkt. Und natürlich ist für die Kinder hier wie Weihnachten, hier auf so einem Karussell, auf so einem tollen Karussell zu fahren. Ja, wir sind hier bei der Firma Günther Hornig auf dem historischen Schwanenflieger, der gebaut ist im Jahr 1949. 1949, der ist also älter als wir beide schon fast zusammen. Aber er sieht immer noch besser aus als wir beide. Ist besser das, in Schuss. Das ist besser in Schuss, wie wir beide, das stimmt. Ja, wir also lassen, das, wir lassen nach. Ja. Das kann man als Kompliment ruhig durchgeben. Hier ist alles tipptopp gepflegt bei der Firma Hornig. Wie lange seid ihr schon hier auf der Osterkirmes? Also so lange, wie ich auf jeden Fall denken kann. Also unsere Familie sowieso seit der ersten und das Kettenkarussell seit 1960. Ah, ja. 1960, da war das damals noch auf dem Borsigplatz oder Lorzigplatz hieß das, glaube ich. Richtig, Lorzigplatz. Ihr wart ja auch, angefangen hat, weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf. Ihr wart ja auch die Ersten, die so richtige Schwäne auch drauf hatten, ne, ja, oder? Ja, ziemlich die Ersten. Ja. Ja, dann freuen wir uns, wenn es hier losgeht. Und dann werden wir am Samstag hier mit unserem Bürgermeister ein paar Runden drehen. Ja, dann haben wir jetzt hier den Seppel Müller. Das ist der Betreiber der, wie ich finde, modernsten dieser Anlagen. Dieser Magic-Version sozusagen. Sag mal, Seppel, woher kommt ihr denn eigentlich? Wir kommen aus dem schönen Sachsen, aus Chemnitz, die Stadt der Moderne. Die Stadt der Moderne, also ja. Das ist das Karussell auch so modern gehalten. Ja, das mussten wir mal in die Neuzeit bringen. Ne? Das Thema Zirkus, das ist durch gewesen und von daher. Ja, ihr habt das ja wirklich hier sehr peppig gemacht und betreibt es ja auch entsprechend. Ich finde, das ist ein sehr gutes und stimmiges Gesamtpaket und deshalb sind wir auch froh, eines der letzten reisenden Großanlagen der Firma Huss hier bei uns noch in Dortmund zu haben. Ich freue mich auch, dass ich immer wieder herkommen darf, um ehrlich zu sein. Ne? Siehste, ne? Also da freuen wir uns alle. Ja, die Fanbase hier. Die wissen das zu schätzen hier, wenn man hier Stimmung macht und die sich mitreißen lassen. Das ist schon schön. Immer wieder aufs Neue. So ist es. Ich werde auch mal eine Runde fahren. Ich nehme dich beim Wort. Ja, wir sind hier, man kann es auch nicht so ganz richtig erkennen, vor der schönen Schaukel der Firma Sipkemmer, die genau. heute erst angereist ist, aber sie sind ziemlich zügig dabei. Also ich denke mal, heute Abend kann man schon sehen, was es wird. Herzlich willkommen in Dortmund, Cory. Danke, Rudi. Vielleicht willst du was zu deinem Karussell noch sagen. Ja, naja, wir sind hier nicht ganz unbekannt natürlich. Wir sind zum dritten Mal, sind wir schon, dritte oder vierte Mal sind wir schon hier zu Gast. Und wir sind sehr froh darauf. Immer ein schönes Publikum und ja, wir sind immer auch beliebt. Hè? Darum geht es doch. Und am Ende natürlich auch finanziell. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben gestern aber noch gespielt in Stadthagen und dann sind wir hierheen gefahren. Und ja, wir sind jetzt am Aufbauen und alles verläuft so wie... Ja, aber ich denke ja, bis Samstag ist alles im Plan, sieht gut aus. Es
Karussell fährt ja, das habe ich ja dieses Jahr schon Karneval gesehen hier in Dortmund. Genau, ja, da waren ein paar kleine Aufstadtprobleme, mit Beleuchtung und alles. Und, aber das haben wir alles wieder hersteld und wir haben neue Getriebe, neue Motoren nach Karneval haben wir drauf bekommen. Das nur Beratungsarbeiten, das war nur Service. Und, ja, und dann jetzt spielen wir. Nächstes Jahr bekommen wir een ganz neue Schaukel. Die is jetzt in, werd hergesteld, auch wieder bij KMG. Ganz neue Beleuchtung, ganz de Rückwand en alles. Und dann, ja, da freuen wir uns drauf. Und dann, ja, und so gehen wir weiter. Die neue Schaukel, was wird das für eine Schaukel? Auch Afterburner oder eine Nummer größer? Oder? Ja, nou, der wird, ja, der ist 2 Meter höher. Das ist ein ganz neu gezeichnet, ist der. Aber der im Prinzip möchte ich gerne behalten. Ich koze eigentlich auch nicht kleiner. Das hat zu tun mit Exploitationsziemlichkeiten, weil schnell aufbauen und abbauen, das wird wieder mehr spezialisiert und mehr innoviert. Und ja, so wie gesagt, alles wieder mit neues Thema. Ganze Rückwand voll mit Beleuchtung, so wie man Mondorf, vielleicht ist bekannt. Und ja, Kollege Bruch das auch hat. Genau, genau. Und dann alles brandneu. Ja, wir sind jetzt hier vor dem Geisterhaus. Ich hätte es beinahe gar nicht erkannt. Ist noch nicht ganz fertig, aber hier ist ja auch allerhand neu. Die Fassade ist neu designt worden. Hier, ich habe den Betreiber, den Valentin Mickli, hier bei mir. Valentin, erzähl uns noch mal, was ist hier alles bei euch passiert und was wird noch passieren? Ja, also wir haben dieses Jahr ein komplett neues Konzept oben malen lassen. Ja, alles neu, moderner. In Steelpunk mäßig, hier mit so einem Roboter hier an der Seite drauf. Ist nicht ganz fertig geworden, wir warten noch auf Teile. Wir sind jeden Morgen unterwegs und holen Teile ran für das Geisterhaus. Unsere große Figur hier wird noch mal generiert. Wir haben neue Figuren gekauft, neue Geister. Ja, da bin ich natürlich gespannt. Wir werden auf jeden Fall am Samstag einen Probedurchlauf machen hier. Und da bin ich schon ziemlich aufgeregt. Ja, und hier sind wir jetzt bei deinem Geschäft. Euren wunderbaren Scooter. Kannst du uns was über euren Scooter sagen? Das ist ein Max-Scooter, der mittlerweile in die, ich glaube, 43. Saison geht. Wir haben da, glaube ich, ganz gut frisch gehalten. Man sieht ihm das Alter nicht ganz so an. Die neuesten Autos sind drauf, alle Möglichkeiten, wie man so eine Neuerung machen kann in einem Autoscooter. Die haben wir uns hier zu eigen gemacht und versucht zu realisieren. Habt ihr da Bertason-Autos drauf? Bertason-Autos, jawohl. Ja, die Anlage ist der sogenannte Twister der Firma Deinert, ehemals Berghaus. Ich finde eine der schönsten dieser Anlagen. Insofern auch eine Selbstverständlichkeit, dass sie bei uns ja auch dabei sind. Bei dem Eingangsbereich für die Familien, Eltern mit Kindern, Oma, Opa. Hier kann alles rein. Trotzdem eine sehr schwungvolle Fahrt. Rudi, was sehen wir hier hinter dir? Ein Kindersportkarussell sehen wir. Der Firma Dietz. Das ist eines der ersten seiner Art, die Firma Dietz damals gebaut hat. Und wir sind sehr froh, dass wir es haben und immer noch gut in Schuss ist. Und dass bei den Kindern immer noch sehr beliebt ist. Ich glaube, jeder von uns war schon mal auf so einem Karussell als Kind, oder? Ja, auf jeden Fall. Denke ich mal schon. Also ich will es hoffen. Also es wäre auf jeden Fall schön, wenn jedes Kind einmal da drauf gewesen wäre. Weil es gehört zum Großwerden, wie man so schön sagt. Zur guten Kinderstube sollte eine Fahrt im Kinderkarussell dazugehören. Rudi, ihr habt ja einen wunderbaren Job und das ist ja eigentlich kein gewöhnlicher Job, sondern ihr gebt ja den Leuten auch was. Was ist das Besondere am Schaustellerleben? Das Besondere am Schaustellerleben ist, dass wir den Leuten Freude bereiten. Natürlich machen wir das auch, um unsere Familien zu ernähren, unser Brot zu verdienen, aber tatsächlich, gerade auch in der Corona-Zeit, hat man gemerkt, oder haben wir nochmal gemerkt, man, das wussten wir schon vorher, aber da haben wir es nochmal besonders gemerkt, wie sehr uns unser Publikum fehlt, unsere Gäste, liebgewordene Stammgäste im Laufe der Jahre, Stammkundschaft, die man dann nicht mehr gesehen hat. Also uns ist unser Publikum sehr wichtig. Lachende Kindergesichter, lachende Menschen, die sind für uns sehr, sehr wichtig. Darf ich vorstellen, der Patrick Ahrens, der Cheforganisator vom Fredolino. Hallo Rudi. Hallo Marco, schön, dass du wieder bei uns bist. Ja, wir gehen einmal kurz hier zum Anthony, der Coco Beach jetzt alleine führt, der seinen Vater so ein bisschen zu Hause lässt. Du hast ja dieses Jahr den Winter durchgearbeitet, glaube ich, Schiene neu gemacht. Ja, so sieht's aus. Also wir haben sehr viel an unserer Achterbahn diesen Winter gemacht. Also wir haben Schiene lackiert, Kasten neues Licht bekommen, ne? Die ganze Umladung neu gemacht, dass es zum Auf- und Abbauen einfach leichter für uns auch ist, ne?
Und ja, von Saisonende ging es direkt aus los in die Halle. Ne? Ja, du bist ja auch kurz vor knapp fertig geworden. Ne? Du warst, ja, glaube ich, Sonntag angefangen hier. Und freust du dich, dass losgeht jetzt, Ostern, dass du alles ausprobieren kannst, was du neu gemacht hast? Ja, auf jeden Fall. Ne? Also das ist immer so, sobald die Sonne steht, will der Schausteller raus. Ne? Das ist immer so. Ne? Und gerade hier Heimspiel bei uns in Dortmund, das ist immer eine schöne Sache. Ja, schön, dass du da bist und wir freuen uns und wünschen dir viel Erfolg natürlich. Ja, danke schön. Ja, hier sieht man auch unten alles schön thematisch bearbeitet, Coco Beach. Und gerade diese kleinen mittleren Achterbahnen erfreuen sich ja überall großer Beliebtheit. Dass es ein Geschäft ist für die ganze Familie, wo wirklich auch mal die Oma noch mitfahren kann. Wir gehen jetzt hier mal zu Miles und Mandy, die gerade frisch verheiratet sind. Und freut euch, dass ihr wieder da seid. Ja, wir sind immer wieder gerne hier auf der Osterkirmes. Ja, klasse. Und man sieht ja, wir haben hier eine gute Mischung für alle. Wir haben Spiel, aber wir haben auch Speisen. Wir haben jede Menge Fahrgeschäfte für alle Altersklassen was dabei. Wir gehen jetzt einmal zum Johann Meyer, das Geschäft, das er ja in der Pandemie ganz neu angeschafft hat, glaube ich, hier zu Fridolino. Erstausgabe war fast schon die Premiere für das Geschäft, oder? Ja, das war in der Tat so. Also Fridolino 1 war dann wirklich die Premiere für das Geschäft. Wir haben das in der Corona-Zeit quasi komplett restauriert. Das war mein damaliger Brezelstand, den haben wir dann in der Corona-Zeit komplett zerlegt, bis aufs Gestell und haben ihn dann wieder so schön hergerichtet, wie er jetzt ist. Genau, ich kann mich noch genau erinnern, wie wir hier das Geschäft gemeinsam aufgefahren haben, als die Eismaschine neu gekommen ist. Und Schengel hat sich auch zur Verfügung gestellt jetzt hier für uns als Arbeitsschutzbeauftragter. Wir sind ja gerade dabei, die Vision Zero zu entwickeln, wo wir wirklich darauf achten möchten, dass noch weniger Arbeitsunfälle auf den Volksfesten gerade bei für unsere Mitarbeiter passieren. Und da ist Schengel jemand, der sich des Themas annimmt. Ja, das ist auch so. Also das Thema Arbeitsschutz ist ja, oder sollte großgeschrieben werden, und leider ist es in der Vergangenheit öfters mal zu Unfällen gekommen und das wollen wir reduzieren, auch in Eigenverantwortung natürlich, und deshalb haben wir uns dazu entschieden, von jedem Verband einen auszuerkoren, den wir dann dafür quasi in die Front stellen, und da bin ich hier in Dortmund der Mann dafür. Vielen Dank, Schengel, viel Erfolg. Dankeschön. Wir kommen jetzt hier zum Gladiator, der kurzfristig eingesprungen ist. Wir haben ja leider den Breakdance der Firma Schneider, der im letzten Jahr in Lünen durch einen Brandanschlag schwer beschädigt worden ist und der leider bis hierher nicht fertig geworden ist. Wir wünschen natürlich dem Randolph, dass dieses Karussell ganz schnell wieder repariert wird und er wieder auf Reisen kommt. Als Ersatz konnten wir von der Firma Krieg den Gladiator verpflichten, eins der schnellsten und höchsten Flugkarusselle, was momentan in Europa auf dem Markt ist. Und wir hoffen natürlich, dass er hier beim Dortmunder Publikum ankommt. Es ist natürlich schwer, den Breakdance zu ersetzen. Wir wissen alle, dass eigentlich zu jeder Kirmes ein Breakdance gehört. Aber mit dem Gladiator hoffen wir einfach, dass wir hier einen adäquaten Ersatz gefunden haben. Ja, hier haben wir das 9D Action Cinema der Firma Bügler. Eine Simulationsanlage, bei der alle Sinne mitbespielt werden. Auch diese Anlagen erfreuen sich ja immer größerer Beliebtheit. Und das gehört hier bei uns auch zu unserem bunten Mix aus vielen unterschiedlichen Geschäften, die wir in Dortmund anbieten können. Und auch da wieder wichtig, dass es ein Angebot für die gesamte Familie ist. Neben dem wilden Karussell, wo vielleicht doch eher das jugendliche Publikum sich wiederfindet, haben wir hier Wert darauf gelegt, eine Auswahl zu finden, die wirklich von allen Generationen besucht werden kann. Wir gehen noch einen kleinen Schritt weiter. Hier eins unserer Dortmunder Kindergeschäfte, das wirklich jetzt über Generationen schon Leute begeistert hat. Und es ist ja immer wichtig, auf solch einem Fest, dass Geschichten erzählt werden. Und hier sieht man den Kinderverkehrsgarten der Firma Mennecke, der wirklich dafür sorgt, dass hier Familien zusammenstehen und dann die Mutter sagt hier zu ihren Kindern, ich bin da auch schon in diesem Karussell mitgefahren. Und genauso ist es dann auch in der nächsten Generation. Und das ist ein Angebot, was gerne wahrgenommen wird. Unser Dortmunder Musikexpress hier bei uns in der Ausführung Amazonabahn, das mittlerweile durch den Kollegen Andreas Hoster geführt wird. Schöner, immer wieder neu gestalteter Musikexpress. Und da seht ihr wieder, wir haben hier einen guten Mix. Es ist für alle was dabei. Der Rudi Isken ist ja gerade im ersten Teil des Rundgangs hier schon am Projekt 1 vorbeigegangen. Ihr seht hier, innerhalb kürzester Zeit ist das Karussell komplett aufgebaut. Gestern noch in Steinhagen gespielt, heute hier bei uns in Dortmund. Wir haben eine große Anzahl von Spielen hier und viele verschiedene Spiele. Ihr habt ja gerade schon das Pfeilwerfen gesehen. Hier aus Oldenburg angereist, die Kollegin
Bäcker Meinecke, die Familie, die dieses Maulwerfen betreibt, gerade mit der Beleuchtung in den Abendstunden, wirklich ein außergewöhnliches Spielgeschäft und auch ein Geschäft, was man nicht auf jeder Kirmes sieht. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es auch verschiedene Spezialitäten hier auf dem Platz gibt. Hier gibt es die grüne Küche, der Andi Spärlich, sein Bruder Johnny zur Verstärkung geholt. Hier wird ganz, ganz lecker gekocht und man sieht hier alles blitzblank und die Jungs sind gerade dabei, alles in Form zu bringen. Auch kulinarisch gibt es hier einiges zu entdecken an vielen verschiedenen Imbissgeschäften, sodass hier keiner auf irgendetwas verzichten muss. Ja, hier auch nochmal ein großer Schwenkgrill der Firma Mushoff. Entenangeln, es gibt drei Entenangeln auf dem Platz. Der Mandelwagen der Firma Hornig mit Schokofrüchten. Hier drüben dann Spielwarenhandel, wo man alles Mögliche am Plüsch bekommt. Die Ballonfee ist selber anwesend, die Rita macht alles hier picobello, alles fein. Und auch das, ne, man hat hier alles, was das Herz begehrt. Man sieht verschiedene Spielzeuge, alles, was up to date ist. Und dazu eine nette Chefin, die auch gute Beratung anbietet. Ja, hier auch nochmal kleine Spezialitäten-Ecke. Hotdog, Hamburger, wie ich gerade schon erwähnt habe, hier von allen Spezialitäten ist etwas dabei. Es gibt viel für das leibliche Wohl. Man kann sich zwischendurch natürlich auch mal ein Bierchen trinken, kann sich gemütlich hinsetzen und dabei aufs Riesenrad schauen und darauf warten, dass die Familienmitglieder, die ein bisschen höher in die Luft möchten, die Riesenradfahrt beenden. Das Columbia-Rad der Firma Burkhard Kleuser, eine Familie mit einer langen Riesenradtradition. Hier wird noch gearbeitet. Der Mischer, der gerade hier in den letzten Jahren voll ins Geschäft eingestiegen ist, der ist gerade dabei, dieses Geschäft aufzubauen. Und so wie es aussieht, wird heute Abend alles fertig sein. Wie hoch ist das Riesenrad, Micha? 38 Meter. Und du freust dich, dass es wieder losgeht? Natürlich, was auch sonst, ne? Und wir freuen uns alle, dass Samstag direkt die Eröffnung ist. Und wenn wir Glück haben, dann gewinnen wir am 18.30 Uhr gegen Bayern München, der BVB. Und dann feiern wir gemeinsam die Tabellenführung. Brauchen wir doch kein Glück für, oder? Nein, machen wir mit können, genau. Ja, hier ist noch der zweite Scooter. Ihr wart ja vorhin mit dem Rudi schon unterwegs, der die Number One betreibt. Das ist die Pole Position der Firma Menneke. Und hier sieht man auch, die Jüngsten sind schon mittendrin und fahren schon mal Transporter. Man sieht, bei uns gibt es keine Nachwuchsprobleme. Bei uns sind von Anfang an alle voll dabei. Man sieht, der Junge fährt hier schon mit 3 Jahren eine schöne gerade Linie. Ja, wir freuen uns auf euch. Am 1. April geht's los. Bis zum 16. April alle Tage geöffnet, außer Karfreitag. An den Familientagen von 14 bis 23 Uhr. An den Frei- und Samstagen von 14 bis 23 Uhr. An den Sonntagen öffnen wir schon um 12 Uhr, jeweils bis 22 Uhr. Wir freuen uns, wenn ihr uns alle besucht. Wie gesagt, mittwochs Familientag, jeweils 50% Ermäßigung. Auf allen Fahrgeschäften 20% an den Verkaufsgeschäften. Jeden Samstag, außer dem Eröffnungssamstag, findet hier ein großes Höhlenfeuerwerk statt bei Einbruch der Dunkelheit. Es gibt verschiedene Thementage und wie vorhin schon mal erwähnt, die Geschwister Weisheit treten hier vom ersten Samstag bis zum grünen Donnerstag jeweils um 18 Uhr auf. Es ist einiges geboten. Kommt zu uns, wir freuen uns auf euch.